die Welt der Strukturen, die meine Bilder überziehen, die ist einfach so vielfältig und ist überall auch wiederzufinden. Also es ist keine Welt, die nur in meinen Bildern stattfindet, sondern sobald ich rausgehe, auf die Straße, in der Natur oder auch im übertragenen Sinne, wenn ich Menschen sehe, also für mich sind Strukturen auch Wesenszüge, kommen da plötzlich so Verbindungen zustande. Und das ist, eigentlich besteht für mich die Welt aus sehr viel Struktur und chaotischer und auch sehr geordneter Struktur. Vernetzung zwischen den Bildern. Es gibt natürlich eine zeitliche Vernetzung, also die Bilder entstehen zum Teil in Werkgruppen. Es gibt zum Beispiel eine Werkgruppe, die heißt Tagesform. Das heißt, sollte eigentlich fast jeden Tag ein Bild entstehen, was meiner Tagesform, also einer inneren Tagesform entspricht. Und das ist ein Thema, was sich über Monate, vielleicht auch Jahre hinzieht. Daraus picke ich mir dann auch Fragmente dieser Werkgruppe und die zeige ich dann auch als Teil dieser Tagesform. Und insgesamt gibt es natürlich Verbindungen, aber auch Fortschritt und Progress. Also viele Bilder entstehen aus den vorherigen und so verändert sich das auch in gewisser Weise, Gott sei Dank, mit der Zeit. Ja. Identität, ja, das ist ein Thema, was mich fasziniert, weil ich sehe, dass es eigentlich jeden interessiert. Also das interessiert Menschen, jeder beschäftigt sich mit seiner Identität. Und ja, es ist eigentlich eine Recherche über mich selbst und über den Menschen um mich herum, über das Leben, über die Welt. Und sehr, sehr spannend, weil es immer wieder neue Identitäten gibt, immer wieder neue Verhaltensmuster, immer wieder neue Bilder, die sich selbst täglich ändern von Identitäten. Also ich glaube eben auch nicht, dass es eine feste Identität gibt, sondern die ist immer wieder in Bewegung und wandelt sich, wie gesagt, Tagesform, kann sich täglich und stündlich ändern. So wie der Bad Hair Day zum Beispiel. Vernetzung mit anderen Künstlern, Musikern, aber auch ganz anderen Sparten ist für mich sehr, sehr wichtig. Es wäre mir A, zu einsam, nur zu malen ohne diese Inspiration. Musik ist für mich ganz wesentliche Inspiration und auch der Austausch mit Musikern. Zum Beispiel mit zeitgenössischen Musikern, die eben auch Musik machen, die für unsere Ohren zum Beispiel sehr schwierig ist. Es ist für mich auch eine Parallele, wie gibt es dazu auch ein Äquivalent in der Kunst. Also eben das, was wir schwer nur erhören, weil es schwierig ist für uns, gibt es das in den Bildern auch oder in meiner Arbeit. Also auch der Drang, neu zu forschen, Neues zu tun. Und es geht aber nicht nur um Musiker, sondern auch um Mediziner. Die Medizin ist ein sehr spannendes Fach, überhaupt Wissen, Naturwissenschaften, aber auch ganz konkret Psychologie, auch ist ja auch das Thema Identität. Also ich finde, durch Vernetzung entstehen ganz viele neue, wie auch im Gehirn, neue Verknüpfungen, die einfach neue Ideen bergen. Also jetzt, was diesen Musiker betrifft, so hat eben ein Musiker Bilder gesehen, die er vertonen wollte, weil er sagte, das ist für ihn, da ist eine Musikalität drin. Und dann höre ich mir das an oder ich treffe ihn oder zeige ihm auch diese Bilder. Ansonsten ist es einfach auch sind es Gespräche. Es sind Gespräche, es sind Aktionen, die jetzt nicht immer nach Arbeit aussehen, aber letztendlich einfach ein Austausch sind, eine Kommunikation und eine Verbindung eingehen mit den Leuten, die anders denken und andere Sachen machen. Die Titel sind manchmal vor den Bildern da, manchmal auch nachher. Also ich habe ein Titelbuch, das heißt, es gibt auch Sätze, die mir zufliegen. Jemand sagt einen Satz, der letzte Satz, der mir gefallen hat, war, sagte ein Künstler zu mir, bei dem ich mich entschuldigt habe, ich bin dir kein Gramm Gram. Kein Gramm Gram, fand ich sehr poetisch. Also und das, ich bete dann die Leute, darf ich den behalten, aufschreiben und dann kommt oft sofort oder später, Jahre später, das Bild dazu.
Also es ist auch so eine Art Verknüpfung zwischen Sprache und Bild, auch aus der Literatur. Es gibt auch Sätze, die ich lese, es gibt Sätze aus der Tagespresse, aus den Medien generell, die für mich so stark sind, dass sie auch neben einem Bild eine ganz eigene Assoziation erwecken können. Also es ist keine Betitelung insofern, dass man dann den Tagesthemen-Strömungsfilm hier erkennen kann, sondern es ist im Grunde noch eine weitere Verstärkung von Assoziation. Und auch, es ist auch eine Art und Weise, die Dinge, auch gerade die Kunst, zum Teil nicht ganz so ernst zu nehmen. Also auch wiederum zu entschärfen. Ja, erkennen Sie ein Muster, ist ein Titel, den ich verwendet habe. Ich verwende die auch oft mehrfach. Also gibt es 1, 2, 3, 4, 5. Der Tagesthemen-Strömungsfilm ist eins. Ist vieles mit allem verbunden, ist ein Zitat. Dann ein letzter Satz aus einem Buch Naokos Lächeln, der ging wie ein Punkt, markierte ein Seufzer das Ende ihres Satzes. Da ging es ja um den Punkt, der Seufzer als Punkt. Also ja, es sind Sätze und natürlich auch Sätze, die ich selbst finde. Aber es ist nicht so, dass ich ein Bild male und dann sage, so, und wie heißt es jetzt? Also es ist ein Prozess auch. Manchmal auch hat ein Bild länger keinen Titel. Und dann fliegt er halt dazu. Ja.